closed. Oh, looks like the runners are ready. We'll send it on over. Oh, geht gleich los. Oh, ready to go? Ja, gut, dann lasst euch beide alleine. Hello, world. Okay, this is good. I'm fine. Hello, everyone. Ja, dann. Alright, this is the race of Mega Man 10. Oh, wait. How the buttons work? How do the buttons work? Okay, so it's gonna be a race between Ajarmar and DTFM, two of the best runners in this game. I hope it's this one, because I'm gonna press this one. Yeah. Willkommen zum Mega, zum außergewöhnlichen Mann 10. Mega Man 10 Any% Race zwischen DTFM, den wir gerade vorhin gesehen haben in Mega Man 9, Ajarmar. Beide auf dem Leaderboard sind sie, glaube ich, Platz 2 und 3. Jupp. Und unterscheiden ihre PBs unterscheiden sich, glaube ich, nur mit 4 Sekunden. Also es könnte ein spannendes Race werden. Die Game-Bildschirme sind übrigens vertauscht oder andersrum als sie, wie sie da sitzen. BTFM ist der, der in der Webcam unten links sitzt. Aber er hat den rechten Gameplay-Bildschirm. I guess we can start. Also sie haben sich mal wieder vertan. Yep. You wanna count up? Alright. 3, 2, 1. What? So, und damit gehen wir erstmal zum Pumpenmann. Oder Pumpman. Alright. Genau. Well, we're off. Alright, so. This is Wii versus PS3 race. Pumpman oder in dieser Version von Mega Man halt der Typ, der Wasserfähigkeiten hat. Und es ist halt ein konsolenübergreifendes Race. Der eine benutzt eine Wii, der andere eine PS3. Was an sich jetzt nicht so eine große Rolle spielen sollte. Hier gibt es natürlich auch wieder die lustigen Unterwasserphysik, wo man viel höher springen kann, wenn man den A-Knopf oder beziehungsweise den Sprungknopf einfach gedrückt hält. Und hier sehen kann, gibt es auch so eine Art Strömung. Wie wir vorhin bei Mega Man hat wieder gewechselt. Wie wir vorhin erwähnt haben, gibt es hier in Mega Man 10, kann man seine aktuelle Waffe mit L und R wechseln. Also man muss nicht mehr unbedingt ins Menü zurückgehen, um zwischen den Fähigkeiten hin und her zu wechseln. Man kann das einfach mit den Schulterbutton des Pads machen. Ich weiß nicht genau, wie man das bei der Wii macht. Ich glaube, das Spiel unterstützt den Pad auf jeden Fall. Ah! Das ist ärgerlich. Und damit ist BTFM wieder vorne. The bump fight is kinda interesting. Yeah, it's kinda interesting. You have to stay very close to him if you want to deal damage to him while he has his water shield out. You can't deal damage. Man muss immer möglichst in seiner Nähe bleiben. Dadurch kann man so ein bisschen durch sein Schild schießen und ihn so verletzen. Aber das birgt natürlich gewisse Risiken. Und der hat uns das Wasserschild gegeben. Oder der Wasserschild. Ja, mit dieser Fähigkeit kam er zu Solar Man. Der Sonnenmann, der das Äquivalent des Feuerbosses ist in diesem Spiel. Ja. Und wie wir alle wissen, ist Feuer anfällig auf Wasser. Vollkommen logisch. Diese Waffen-Switch-Mechanik sieht man jedes Mal, wenn über Mega Man irgendwelche Symbole auftauchen, damit man erkennen kann, welche Waffe man gerade ausgewählt hat, weil man wechselt
Man kann nicht... Also man geht einfach immer eins weiter. Und deswegen kann man, wenn man eine spezielle Waffe will, man aber irgendwie alle 8 hat, muss man teilweise mehrmals den Knopf drücken. Damit halt man, dass man einmal durch alle Waffen durchcycelt. Aber wenn man zum Beispiel weiß, okay, ich brauche jetzt die Waffe, die es zweimal drücken, dann drückt man halt zweimal. Tatsächlich auch etwas, was in so einem normalen Playthrough dich manchmal verwirren kann, weil du musst dich dann konzentrieren. Nee, das ist nicht die richtige. Nee. Und du bist dann halt immer noch in-game. Und alles kann dich immer noch treffen, du konzentrierst dich aber gerade die richtige Waffe irgendwie zu finden in hektischen Situationen. Aber Speedrunner wissen natürlich die Reihenfolge der Waffen auswendig und wissen genau, wie oft sie die Tasten jeweils drücken müssen, bis die Waffe kommt, die sie jetzt gerade brauchen. Und da ist BTFM schon bei so einem Solarmann. Der Mann, wie man gerade gesehen hat, mit dem Wasserschild relativ easy ist. Ja. Wir kriegen jetzt die Solarklinge. Oder Blaze? Nee, ist nicht Klinge. Keine Ahnung. Alright. Mir zu blöd, das zu übersetzen. Und der Boss ist mir auch zu blöd zum Übersetzen. Der Eis-Typ. Der Chillman. Der ist immer schön gechillt. Das der Iceman von diesem Game, mehr oder weniger. Wieso Blase? Wie kommt Blaze auf Blase? Wieso sollte Blaze Blase sein? 420 Blaze it? Blaze ist lodern! In dieser Stage gibt es so dieses Gimmick mit diesen Eisblöcken. Wenn man einmal drauf springt, dann fängt es an zu zerbröckeln. Wenn man nochmal drauf springt, dann wird es zerstört. Also der Eisblock. BTFM sehen wir jetzt auch hier. Chillman. Der Solar Blaze ist natürlich hier, sag ich mal, die Feuerwaffe ganz nützlich gegen den Eisgegner. Damit haben wir ihn besiegt. Auf zum nächsten. Mit der Waffe von Chillman können wir auf jeden Fall, ich glaube das war das Turbo Man oder Nitro Man oder wie der hieß. Ich glaube, es war Nitro-Man. Ja, die Chill-Spikes, die Waffe von Chill-Man, sind ganz nützlich. Gekühlte Stacheln, würde ich sie übersetzen. Damit kann man, glaube ich, auch gewisse Gegner einfrieren. Chillman's weakness only does 3 damage to him, which is kind of weird. So you always end the fight with just 1 health on Chillman, so you can just buster that one. Und ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie der Boss hieß. Nitro Man. So, danke. Nitro Man stage. The gimmick here are these trucks rushing at him. And, also das Gimmick dieser Stage sind halt bei Nitro. Geht's halt irgendwie um Autos und um Räder und Fahrzeuge und sowas. Und um pure Geschwindigkeit. Genau. Und hier gibt's diese seltsamen Busse.
Und jetzt, da wir eine Fähigkeit haben, die halt Spikes machen kann. Reifen und so mögen halt nicht Spikes. Das ist so die Erklärung. Lachgas-Einspritzungsmann. Ah. Der Shit ist manchmal mit, hat besten Ideen. Problems on the stage? Yeah, it was a pretty clean stage. Ach man, Mega Man Musik ist einfach so gut. Ja. Und wie hält man am besten ein Fahrzeug auf? Genau, man legt ihm Stacheln in den Weg, damit er einen Platten kriegt. Ja. Darum ist die Waffe von hier Chillman auch die Schwäche von Nitro Man. Weil man legt einfach diese Spike sehr fair drüber und das macht Schaden. Und man muss ihm eigentlich nur ausweichen und nicht so schwer der Fight. Yeah, every time you freeze him, he'll just select another pattern or a, yeah, it could be the same pattern he selects, but you force him to. Was kriegt man von ihm nochmal? Ach. So, das sehen wir jetzt gleich. Den Rad. Der Schneider. Den Wheel Cutter. Das Rad oder den das zerschneidende Rad. Ja, man möchte eigentlich, dass man das Wheelman halt über die Spikes drüber fährt und man ihn nicht mit Wheelman, dem... Wheelman, ist Nitro Man. Ja, den... Ja, ist ja im Prinzip das gleiche. Ja, dass man ihn halt direkt damit treffen kann. Also, dass er drüber fährt und dass man nicht das Projektil, bevor es am Boden landet und zu Spikes wird, ihn trifft. Und wir sind jetzt erstmal beim Kommandomann. Ja, Commando Man ist, glaube ich, so das Gimmick. Er ist so der Waffen- und Bomben-Spezialist und Explosionen und so, Gedöns, Armee, Krieg. So, BTFM tried to decelerate his vertical speed, but couldn't get it correctly. Yeah, if you use wheel cutter at a specific spot, you can. Wie man hier sehen kann, ist das Schild in dieser Stage relativ nützlich. Ja. Dann kann man einfach ohne Sorgen über alles rüberspringen. Rush Chat ist natürlich nach wie vor auch in diesem Spiel und ganz nützlich. Und wer kennt's nicht? Panzerfahrzeuge sind schwach gegen das schneidende Segen. So, when the sandstorm is going against you, you wanna stay. So that it doesn't affect you. Ja, zum Boss selber muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Nö. Nimmt seine Schwäche, greift ihn an. GG. So, und da als Schwertmann. Der gut alte Blade Man. Ja, Schwertmann. Seinem seltsamen. Mit seinem Kopf, der auch wie ein Schwert geformt ist. Sieht aber ein bisschen seltsam aus, aber. Und die Stage ist relativ medieval gehalten, also mittelalterlich. Ja, genau. Hier das Wheel hat noch eine zusätzliche Fähigkeit, wenn man das hier, wie man sehen kann, bei Leitern einsetzt, kann man sich damit halt schneller Leitern hochziehen, sag ich mal. Und da steht BTFM! Oh, der! Zeit aufzuholen! Oh, sie sind gleich auf! Oh, perfekt, wie sie gleich auf sind.
Das ist ja geil. Als hätten sie es geplant. Ja, echt mal. It's like scary. Das heißt, jetzt sind beide einmal gestorben. Ja, hier sieht man jetzt aber wunderschön, wie ich das gemeint habe mit dem Wheel, einfach. Aber Ayama hat sich ein bisschen im Menuing vertan und kam deshalb nicht so gut hoch. So here, Tricastle, the mid boss, use a water shield against him, and then you see BT doing really sick coil struts. Just look at that guy. Look at Ajar Marl. Insane. It's a good race. So good. Die Musik finde ich hier allerdings nicht so stark in der Stage. I like that the music is pretty much synced. Ja, momentan ist BTFM wieder 1-2 Sekunden vorne. Ja, das Race ist jetzt auf jeden Fall wieder wesentlich spannender. 3-4 Sekunden sind's. Ja, man fliegt da auch gefährlich nah an den Spikes. You wanna go as close as to the spikes hitting as you dare, in order to not lose frames when you like get off yet at the end. So Blade Man, you can deal double hits to him with a commander bomb. If you play ja, seine Schwäche ist die Commando Bomb, die man vorhin bekommen hat. Und Ayama hat ein bisschen besseren Fight, deshalb hat er noch mal knapp ein bisschen aufholen können dadurch. Harder than it looks, I wanna say. Yeah. Und jetzt kriegen wir die Dreifachklinge. Ja, wo man einfach so drei Projektile schießen kann. Und das damit ist ganz nützlich. Und dann gehen wir zu Schlagmann. Strike Man. Den Sportbegeisterten. Ja. Natürlich muss der besiegt werden, wir sind Gamer, wir mögen keinen Sport. Ja, weil es ist ja vollkommen logisch, in Baseball gibt es ja einen Ball, diesen Ball kann man mit einem Schwert zerschneiden, das ist die logische Erklärung für die Schwäche und so, völlig. Ja, sieht auch aus wie ein Ball, von daher. So, when they fight Keeper, the minibus you just saw, they want to be on a certain position and throw their commander bomb on the ceiling in order to get double hits as well. Hier sieht man auch schon, wie das Triple Blade ganz nützlich ist. Das ist halt auch so der einzige klassische Mega Man Teil, bei dem das Management der Fähigkeit halt wichtig ist oder Zeit sparen kann. Vor allem, wenn man später im Spiel halt alle Fähigkeiten irgendwann hat. Einfach mal schauen, jedes Mal, wenn sie halt Waffen wechseln, müssen sie nicht ins Menü reingehen. Aber da muss halt sehr präzise das Menü gemacht werden. Wenn du den Knopf einmal zu viel drückst, hast du halt irgendeine Waffe, die du gerade gar nicht willst. Was sich dann Zeit kostet. So, und dann lass uns mal einen Ball aufschlitzen. Genau. Ja, wenn man ihn mit allen drei Klingen gleichzeitig trifft, macht das natürlich mehr Schaden. Am Anfang des Fights kann man das aber natürlich nicht, weil er zu weit weg ist. Bei dem kriegt man den Rebound Striker. Den zurückkommenden Schlag, würde ich sagen. Oder den abprallenden Schlag. Oder Wurf. Ja. Wie auch immer. Und jetzt kommt Schafmann. Ja, mein persönlicher Liebling. Schafmann. Das ist der typische Elektroboss. Durch Reibung und sowas Elektrizität erzeugt. Kennt jeder, wer schon mal
so Socken und sowas anhatte. Nee, das ist nicht Hildemann. Hildemann wäre farbbunt. Außerdem könnte Mega Man niemals Hildemann besiegen. Ja, und wem's. Vielleicht geht's einigen so wie mir, die an Voltilam denken, wenn sie Elektro und Scharf im selben Satz hören. Mein Lieblings- oder beziehungsweise die Vorentwicklung meines Lieblings-Pokémon. Darum Scharfmann der beste Boss hier. Seine Stage ist auch ganz cool, die hat ein paar lustige Gimmicks. Mit diesen komischen, sagen wir mal, Tetris-Blöcken. Wenn man auf die draufsteht, dann verschwinden die nach einer Weile. Und dann muss man ein bisschen drauf achten, auf welche man jetzt genau draufsteht. Damit nicht die falschen weggehen und man irgendwie dann in Stacheln landet oder so. Außerdem gibt es auch diesen lustigen, den Mauszeiger. Das ist das Mauszeiger-Mob, was man manchmal gesehen hat. Ja, den fand ich sowieso lustig. Ja, der ist ziemlich cool. Der hat ziemlich lustige Idee. Da hat man ihn auch gerade wieder gesehen bei BTFM. Ja, und schon sind wir bei Sheepman. Und wir werfen Bälle an den Kopf. Ja, warum der Ball jetzt genau seine Schwäche ist, das habe ich jetzt nicht so ist ganz kapiert, aber... Ja, okay, das nehme ich hin, ja. In Wild 1 you have the bosses are from the different main games. Und jetzt haben wir die Donnerwolle. Wo man einfach so eine Wolle, die aussieht wie eine Wolke, gießen kann und die projiziert dann einen Blitz. Willi will es wissen. Dr. Matt Dent Willi. Alfred Willi heißt er, oder? Doch, Alfred heißt er, glaube ich. Ja, das kommt, glaube ich, hin. Der Wily One? Ach, das war Wily One, war ja das mit den Robot Master Refights. Ja. Wo man hier. Bin ich mir hier nicht ganz sicher. Ne, es ist nicht ganz zufällig. Man kämpft hier gegen Robot Master aus den früheren Mega Man Teilen. Von 1 bis 9. Ja. Sind aber nicht alle vertreten halt. Ja, das ist auch nicht möglich. Also das Gimmick an dieser Stage ist auch, dass man in der Theorie zwei verschiedene Wege gehen könnte. Aber einer ist halt wesentlich schneller als der andere im Speedrun. Also an sich sind das ja keine richtigen Refights, das sind einfach diese komischen Roboter-Dinger, die einfach die Fähigkeit von einem der damaligen Robot-Master halt klaut. Wild
press 2 for Wild Wild. Press Big Jump for Wild Wild. Oh, why did I do that? So the same as in Mega 9, they want to preserve as much weapon energy as possible. Kann noch spannend werden, so weit sind sie auseinander. Ein Fehler von BTFN und Ayama führt wieder. Costs 4 frames later. So they want to bust her as much as possible. Even though some of these enemies are way easier to kill with different weapons. Like that one. That's why do you want for me so far? No, it's okay. I would say the last three are definitely the hardest ones. Zeit für noch mehr refights. Especially if you don't react in time. Slashman just goes all over the place. Oh, what was that? So, Frostman, you can beat him with only one commando bomb, but if you mess up, you really have to. Und Ayama hat wieder ein bisschen Zeit reingeholt, weil er die commando bomb getroffen hat. Ja, BTFM hat da ein bisschen okay. Beim Fight verkackt. Also beim letzten der drei. And I'm missing both blades and bombs. How many bombs do you use? Yeah, they have to make sure they have. Wir haben's fast. Ist nicht mehr viel. So yeah, Wily 2 is definitely one of the hardest stage. If they don't screw up at all during the stage, they can actually do a manipulation on the boss fight to decide which pattern they're going. Danke Vini, 5 Sekunden sind momentan. Aber die Musik ist eine der besten halt. Wieder ein bisschen aufgeholt hat Ayama. In dem Raum jetzt gerade. Hey, diese beiden Vögel, die wir vorhin schon mal gesehen haben. Ja, das Race ist bisher echt ziemlich knapp. Ziemlich spannend. Weil die Wily Stages sind ja auch die, sag ich mal, schweren Stagen. Die sind auch random komplett. Sie sind wieder gleich auch fast. So the crushers are on a global cycle, which means the crushers start when the stage starts. Wirklich nur maximal eine Sekündchen, wenn überhaupt. Eine halbe Sekunde würde ich sagen. Ja, alles ist auf jeden Fall noch drin für jeden. Here's the hard jump. Both got it. So by moving at. Jetzt ist gerade ich bin jetzt ruhiger, das Rest ist gerade richtig spannend. Jetzt sind sie wieder komplett gleich. Ah, okay, jetzt wieder nicht. Alright, let's go, Crab. Nee, Ayama ist nicht vorne, BTFM ist vorne, Vinny. Es ist ein Giant Enemy Crab! Ja, die Riesenkrabbe. So, what they wanna do is. Bad Crab for both? Yeah, for both. They wanna shoot their commander bombs right in the middle of its face. And then randomly use the M-Tank in the middle of the fight. Ja, dann benutzt man hier den M-Tank, der halt alle Energie von allen Waffen wieder komplett auffüllt. Zwei Sekunden sind es momentan. Wish I can catch up with Cold Jets, Cold Jets. Oh yeah. Oh right. Sorry, I'm not going for the stupid stuff. Es ist echt nicht viel Unterschied. Es ist gerade richtig, richtig spannend. It's a crab. So if you wanna see some hot action, you should check out Ajarmar's screen. At the end of this autoscroller, he's gonna try what we call the CJ. No, he's promised to catch up now, so. So, jetzt kommt gleich ein gemeiner Trick, eventuell. Dachten sie. Ja, hier dieser Part, wie man halt sehen kann, man ist auf dieser Plattform, kann die halt nach links oder rechts bewegen, während hier ständig irgendwelche Insta-Death-Spikes sind. Beide haben es geschafft. Whew! Of course.
Of course, Sniper Yo is stronger than Kolya. I was too impressed with Kolya, so I hit the Joe as well. Rush Jet ist hier natürlich sehr nützlich, wie man sehen kann. Und auch schneller ein bisschen. Ah, komm schon! Ist nicht viel Unterschied, es ist richtig, richtig spannend gerade. Ja, der Run geht schon noch einen Moment, also ist alles noch drin. Trotzdem gerade richtig spannend. Die Frage ist nur für wie lange, ob beide dieses Niveau halten können, bis zum Ende so nah beieinander bleiben können oder. Oh! Jetzt ist Ayama wieder vorne! Sorry, remember guys, Toadface or Big Jeb? The Devil Fight? I need a good fight. No. So, in this fight against the Black Devil, they're gonna use Rebound Striker. Yeah, Rebound Striker has this weird property where. Every time it bounces, it increases the damage it deals. So they're gonna try to go for maximum bounces in the first hit. Then. Ah! Beide haben. But nope. Yeah. That's. They're gonna just sync up. Ja, fast beide. Fast gleichzeitig gestorben der Boss bei beiden. Dann benutzt hier den Bounce Striker, weil der interessanterweise die Eigenschaft hat, jedes Mal, wenn er irgendwo von der Wand abprallt, macht er mehr Schaden beim nächsten Hit. So, jetzt kommt, glaube ich, der Refight schon. 19? 17? Ja, müsste der Refight sein. And these guys are number 2 and 3. Really close behind. Yeah, like Ajarmar is 4 seconds behind world record. I'm 4 seconds behind Ajarmar. Yeah, we really have a good matchup here. Yeah, pass the record, sure. Ja, das ist echt super spannend hier. So, yeah, in the bus rush, the only da ist er wieder, unser Ball. Und jetzt ist BTFM wieder vorne. Ayama hat ein schlechtes Pattern vom Boss. Ja, hatte bad RNG bekommen. Ja, hier hat man jetzt die Schwäche von Pumpman. Das Elektro. Jetzt vom Elektroschaf. So here we don't want him to just stand still like an asshole, like. Sie tun sich echt nix. Ja, das ist echt. Beide hatten den Trick verfehlt und jetzt ist Ayama wieder vorne. Ja, ganz minimal, oh Mann. Aber Ayama war auf der falschen Waffe, jetzt ist er auf der richtigen Waffe, Sheepman lief besser bei Ayama. BTFM hat ein bisschen bescheidenes Pattern. Auf zu Solarman! Mit dem Wasserschild wieder. Das ist jetzt kein... das... Jetzt kommt Nightman, Blademan, der wichtig wird mit den Hits. Wer da das bessere Pattern hat bei dem Boss. Beide das ähnliche Pattern, somit. Ja, beide genau das gleiche. So, Shellman, mal sehen. This is very easy to mess up and get frozen by Shellman. What? Ach, bitte! Mach das doch nicht so spannend! Doch, mehr Spannung! Let's go! Ja, beide kriegen das schlechte Pattern. Oh mein Gott! Beide Piratenmaschine!
Ja, die schießt da so Raketen aus dem Maul, auf denen man stehen kann. Phase 1 beide beendet. Die wollen jetzt hier das den Rush verwenden, damit sie in die Luft springen können und dann das Wasserschild aktivieren können. Right, so now we're talking about the next stage is that you can manipulate the pattern you get from Wily by doing a very specific set of... Da ist nicht viel Unterschied. Das wird ein Fotofinish. Hoffentlich. Ja, das war jetzt tatsächlich nicht die letzte Stage. Sondern dieser Turm, der Wily hier gebaut hat, der geht tatsächlich bis ins Weltall hin auch. Das ist egal, Mipo, weil man jetzt nach dem Kampf wieder voll ist. Ja, jedes Mal, wenn man eine Stage anfängt, hat man volles Leben. Besonderheit an der Stage ist, die steht auf dem Kopf. Das heißt, wenn hier ein Tank ist, der normalerweise ein W-Tank ist, ist ein M-Tank und der M-Tank ist der W-Tank, so gesehen, zum Anschauen. Also da oben ist ein M-Tank, der eigentlich ein W-Tank ist, also ein Weapon-Tank. Ayama ist vorne, hat ein bisschen mehr Vorsprung aufbauen können. Aber es ist immer noch alles möglich. We're just gonna go with that. Should I press this one? Yeah. Okay. Just go. Das ist jetzt hier, glaube ich, das ist der letzte. Ja, der letzte. Mit zwei Wilies gleichzeitig, einer ist nicht der echte. Ja, wer wohl? Kennt man auch. Ja, man kann die schön erkennen. Ich sehe keine Unterschiede. Du? Gar nicht. Das waren maximal 2 Sekunden auseinander. Das war, so gehört sich ein Race. Einer von beiden hat nicht richtig gedrückt. Oh, okay. Ja, das 35-33 stimmt nicht. Es waren 2 Sekunden maximal. 2-3 Sekunden oder so. Again, how many times has that happened in the practice? A few times. Yeah, we did. I think we did 11 practice races total, yes. And the standing was 6-5 to me. So I guess it's 7-5 now. No equalizer for me. Also sie erzählen gerade, sie haben das Race 11-mal geübt. Und nach diesen 11-mal stand es 6-5 für Ajama. Und jetzt mit diesem Race steht 7-5. Spannung pur die ganze Zeit, ne? Ja, gegen Ende war es nochmal richtig spannend. Am Anfang war BTSM sehr weit vorne und dann hat er irgendwo verkackt gehabt und dann war es sehr, sehr gleich auf. Ja, jeder von beiden ist einmal unnötig gestorben. Und beide Tode haben etwa gleich viel Zeit gekostet. Aber sie sind halt an unterschiedlichen Stellen gestorben. Und erst als der zweite dann gestorben ist, wurde das Race wieder ultra knapp. Da ist ein random Weserwurst. Hallo. Hallo Weser. Hallo. Und hast du mitgefiebert, Weser? Ganz ehrlich? Ja. Ich habe die letzten 10 Sekunden des Runs gesehen. Okay. Doch, so viel. Ja, aber die waren voll weit auseinander, waren scheiß Race. Kappa. Ich bin dann jetzt mal hier raus. Er ist offended, er geht. Ja, war genug mega Mann. Außergewöhnlicher Mann. So, Theo sich im Mute-Pit kann auch reden mit uns. Er hört dich nicht. Weiß. So, ich ändere mal alles. Ja, doch, bleib doch mal entspannt. Alles gut. Bin entspannt, vollkommen. Wie gesagt, ich bin dann jetzt hier raus. Ne? Wir hören uns. Jo. Ja. Ciao, DDD. Man sieht sich, schön. Bis dann. Ciao, Xone. Ich mach eigentlich DDD. So. Tschüss, DDD. Ich bleib noch einen Moment. Was ist? Ah ja, Battletoads. Nach Battletoads bin ich ja wieder da.
zu Ninja Gaiden. Obviously checked Mega Man Leaderboard.net. Yes. Richtig Ninja und so. So Ultra Ninja. Sticker Shit. I'm playing on PS3, Ajarmar is playing on Wii U, but it's the same as Wii version. And our version is like they are exactly the same. So yeah, like this game. We've verified it's exactly the same. Multiple guys have verified. Ah. Like, Sohn ist immer noch geflasht von dem Race, man hört die Emotionen. Brutal. PogChamp. Mehr wird es heute Funktionen nicht geben. Nee, nur noch PogChamps. Ich würde das ganze Kommentar nur noch PogChamp sagen. Das wäre es auch noch. PogChamp. PogChamp, PogChamp. PogChamp! PogChamp. PogChamp! Okay, das ist mehr Emotion, als du sonst zeigst. Holy shit. Damn. Damn, son. Chat ist triggert. Nice. Man möchte dazu ja auch anmerken, dass PogChamp das beste Twitch-Emote ist. Gregism. So ein emotionaler Ausbruch, ja. Diese Emotionen. Das war's für die nächsten 3 Jahre. Ja. Bis zum nächsten Speedrun-Event. Der offensichtlich schon Ende August ist, wie ich das mitbekommen habe. Jo. Was ist denn der? Der German Romhack Marathon oder was auch immer ihr da genau plant. Von dem ich heute zum ersten Mal was gehört habe. Brechung. Surprise, surprise. Ja, wir machen ein kleines Romhack Event. Also da werden ein paar Romhacks ausgesucht, die dann Speedrun werden. Aber ich habe ehrlich gesagt noch gar keine weiterführenden Infos, die ich leaken könnte. Außer, dass es das geben wird. Aber das wird kein langes Ding sein, oder? Irgendwie vielleicht an einem Wochenende so irgendwie, oder? Ja, es ist halt ein kleineres Event, was wir machen. Wir haben ja gesagt, wir wollen regelmäßig kleine Events dann restreamen oder dann halt selbst veranstalten. Das gehört dann wirklich zu den kleinen Dingen, die wir dann selber mitmachen wollen. Finde ich gut. Ich fand die Idee, als ich das erste Mal gehört habe, auch mega geil. Ja, das Problem an Romhacks ist halt so, find erstmal ein paar Romhack-Runner so. Gibt zwar hier und da welche, aber... Auch das finden wir bestimmt schon welche. Wir haben ja genug Leute, die sich mit Romhacks auskennen. Ich damit. Ja, ich habe auch schon gesagt, wo kann ich mich melden? Bei mir. Warte. Ja, genau. Ich muss sagen, ich war mir nicht ganz sicher, wer es war, aber Zorgo. Zorgo macht das. DDD auch schon vorhin gesagt. Einfach. Spammt einfach Zorgo zu. Wenn er nicht antwortet, einfach weiter spammen. Bis er antwortet. Ich würde gern mitmachen. Gut. Das geht aber nur, wenn du eine offizielle Bewerbung schreibst über 10 Seiten mindestens. Über 10 Seiten 300.